Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 776 und stehen schon bei der ersten Mod. Heute haben wir noch ein, zwei Besonderheiten dabei, mal ein bisschen was Ausgefallenes sozusagen. Wir sind jetzt hier aber bei einem etwas nicht Ausgefallenen, nein, also schon ein durchaus vernünftiges Gerät. Wir sind bei Metalfach Z560 und das ist ein Wickler für Rundball. Das ist der ganze Trick schon. Ich kann hier dementsprechend reinhüpfen. Da seht ihr auch schon die nächsten Mods. Wir können das Ganze hier, machen wir die Hilfe an, das ist das Einfachste, den Ballenwickler aufklappen. So sieht das Ganze nämlich dann aus. Ja, wir können das Ganze ablassen. Da seht ihr es selber, um das Ganze was aufnehmen zu können und so weiter und so weiter. Von der Folie hier seht ihr selber mal was in Gelb. Wir haben vier verschiedene Folienfarben insgesamt, die uns hier angeboten werden. Und so habt ihr natürlich dann durchaus schon eine gute Variante mit dabei. Ne? Ihr seht hier schon mit Plattform, mit den Einheiten, die sich drehen und sowas. Das sieht schon ganz ordentlich aus. Man kann also auch ein bisschen Farbe wählen, beim Metalfach Standardfarbe ist das ja nicht unbedingt. Ich habe es auch einfach mal so gewählt. Ihr seht die ganzen Typenbezeichnungen, sowas sind alles da. Aufkleber sind da, auch die kann man ausblenden lassen, wenn man was Neutrales haben möchte. Auch das lässt die Mod dementsprechend zu. Das ist also gar kein Problem. Wir gehen einfach mal in den Shop, wir gehen auf die Ballentechnik, da seht ihr es selber, Z560, 8650 kostet er. Ja, hier kann ich halt wählen mit oder ohne Aufkleber. Da sind allerdings auch die ganzen Warnhinweise, die anderen Typenschilder alles weg. Hier seht ihr die Hauptfarbkombi, die Standardfarbe. Wir könnten auch genauso gut hier Orange ransetzen mit Grün. Und bei der Folienfarbe seht ihr, habt ihr hier Rot und Gelb und das sind die Standardtöne, die man so kennt. Also ihr könnt auch rote Silageballen machen. Ne? Also wer mehr in unwegsamem Gelände unterwegs ist und Angst hat, dass ihr mal nicht wiederfindet, mit dem hier habt ihr eindeutig eine gute Chance, weil die meisten haben ja sonst nur die Standardfarben. Hier ist eindeutig auch noch Gelb und vor allem auch Rot dabei, was dann erheblich weniger schwer zu finden ist. Ne? Ja, also schöne Geschichte. Wer möchte, alle Sachen hier, die man auswählen kann, seht ihr selber, kosten nichts mehr. Das bleibt bei 8650. So, das war Mod Nummer 1. Wir laufen mal rüber zu Mod Nummer 2. Genau. Hier seht ihr es auch schon. Das ist Döpker und zwar eine Combo, die es so in der Form gibt. Das sieht das aus wie ein Roadtrain, den ich in mühsamer Kleinarbeit so zusammengebaut habe. Nein, das ist also eine komplette Einheit, so wie ihr es hier jetzt seht. Ne? Ihr seht, Ablasssysteme sind unterhalb des Fahrzeugs. Das heißt, also hier wird nichts gekippt oder sowas, sondern das wird einfach alles direkt so übernommen. Man kann hier dementsprechend drauf gucken. Man hat hier schön eine Plane drauf im Blau. Man kann auch farblich ein bisschen was ändern. Man kann hier zum Beispiel auch die Blechsysteme ändern. Gar keine oder schwarze oder das Blechsystem, das Fendersysteme für die Räder-Kombos einzeln setzen. Das ist alles machbar. Ich glaube, bevor ich viel drum herum rede, ich zeige es einfach mal im Shop. Das ist das ganz Einfachste. Da seht ihr das Ganze. Es läuft also das Döpker-Trailers Doppelpack sozusagen. Und ihr seht selber, wir können hier die Felgenfarbe bestimmen. Uhu, ne? Ganz toll, damit man was sieht. Und hier sagen, das soll grün sein. Und die Abdeckung, die will ich jetzt in Rot. Auch das ist machbar. Wenn ihr sagt, ah, da passt das Logo aber nicht zu, kein Ding. Logo könnt ihr ein- oder ausblenden. So, mit den Fender-Geschichten, hier seht ihr jetzt Runde drauf. Da könnt ihr die Platte setzen, einzeln setzen, in Farbvarianten setzen. Und ihr könnt auch genauso gut auch da noch andere Felgen draus machen, Stahlfelgen oder halt, ne? Halt Alufelgen-Geschichten. Also, wie gesagt, hier könnt ihr ein bisschen dran rumspielen, bisschen mit rumwerkeln. Wir haben hier ein Gesamtvolumen von 70.792 Liter. Das ist der ganze Trick und ja, ihr seht, sonst braucht es eigentlich nichts, ne? Außer entweder ein LKW oder mit einem Dolly ein passendes Gerät davor, was auch die 70.000 Liter dann bewegen kann. Sonst wird es nämlich schwierig. Texturenmäßig sieht das alles soweit ganz okay aus, ne? Man sieht hier auch, die ganzen Verkabelungsgeschichten sind da. Also gefällt mir schon ganz gut, muss ich sagen. Ne? So, ja. Ich laufe jetzt mal rüber hier zur Mitte. Und da seht ihr, hier haben wir einen Hubschrauber. Der Hubschrauber soll wohl auch nicht nur blinken, so wie es hier tut, sondern auch wohl hier als Spritzfahrzeug dienen. Habe ich jetzt soweit noch nicht ausprobiert. Ich kann nur eine Sache auf jeden Fall sagen, wenn ihr damit arbeiten möchtet. Ich habe mit Tastatur nicht mal hoch und runter gefunden, sozusagen. Wenn ich hier Licht anmache, hier drinnen passiert so nichts. Den Motor mache ich jetzt mutwillig hier drinnen noch nicht an. Lichtmäßig seht ihr selber, unten ist ein Licht, ein Arbeitslicht ist da. Ne? Wir gucken einfach mal als erstes hier im System nach. Da seht ihr es. 45.000 kostet er, 650 PS hat er, 160 schnell ist er.
kann 10.800 Liter transportieren, mutige Grundlage, und hat dann 60 Meter Arbeitsbreite. Wie gesagt, Steuerung wird immer per Controller empfohlen. Ich habe hier auch einen Xbox One Controller liegen, der ist auch an meinem Rechner hier angeschlossen, und da werden wir dann gleich mal gucken, ob ich da ein paar Bewegungen mit hinkriege. Wenn wir draufklicken an sich, ist, seht ihr selber, ich kann jetzt nicht Farbe oder sowas mehr ändern, das ist alles nicht drin, ne? Läuft unter Lizard KA26 das Ganze. So, damit haben wir den Part schon gesehen. Ich würde sagen, ich mache mal den Motorpart an. Bis das Ganze hochgelaufen ist, dauert das nämlich ein Momentchen. Ich bin auch den Moment mal still. Falls ihr das genießen wollt, habt ihr jetzt hier ein kleines Päuschen von mir. So, wenn er leicht anfängt hochzuluppen, dann merkt ihr schon, er will. Ich habe jetzt hier keine F1-Funktion, das heißt, es gibt keine Steuervariante. Ich weiß, dass man mit WASD, ne, leicht vor, zurück und sowas hinkriegt. Ich habe jetzt den Stick in der Hand, den Controller, und ich kann hier mit, das ist halt die Gas-Variante, das ist die Bremsen-Variante, wenn ihr mal mit Autorennen damit gefahren seid. Die sind für hoch und runter. Und ich habe jetzt hier dann aber damit jetzt hier noch keinerlei, was soll ich sagen? Also ich bin bis jetzt noch nicht vorwärts gekommen, deswegen ich kann jetzt die Höhe mit dem Controller bestimmen und kann mit den, hier seht ihr, dass die Reifen mitlenken, ist schön, ne? Also ich kann jetzt hier schön eine Runde drehen, ich gehe jetzt mal ins Cockpit. Ne, da seht ihr, ich kann hier schön eine Runde rumdrehen, ich kann die Höhe variieren, ich kann euch das Ganze nochmal von außen zeigen. So sieht das Ganze dann aus. Man kann hier schön noch eine Runde drehen. Ich kann mal ein bisschen absinken hier. Es ist halt mal was anderes, ne? Von außen sehe ich aber nur die eine Sicht. So. Es sei denn, ich nehme nur die Maushand und drehe mich mit der Maus, ne? Das ist die Alternative dazu. Also, wie gesagt, ne? Muss man dementsprechend mögen und mit lenken wollen. Wie er jetzt hier dementsprechend was macht, oder wie er, ich habe jetzt hier, ne, wie er was, wo, mit, warum, wie, weshalb macht, das ist eine ganz andere Geschichte. Wie gesagt, ich habe jetzt mit den Feuerknöpfen, habe ich das hoch runter hingekriegt, ich bremse ein bisschen gegen. So, jetzt mache ich ihn aus, jetzt sackt er nämlich dann ab, wie ihr seht, das war mit Return das an und aus, jetzt steht er hier in der Landschaft. Also wie gesagt, da muss man ein bisschen mit rumexperimentieren, ausprobieren. Wasser, wo kann die 10.000 noch was Liter, die 60 Meter Breite, die angegeben sind oder was immer da stand. Ja, wofür auch immer, ne? Also wie gesagt, schaut es euch an, probiert es aus. Ich habe da leider jetzt nicht mehr Zeit insgesamt investiert. Aber ich werde mich auch nochmal drum kümmern, vielleicht finde ich ja noch mehr raus, ne? Ich fand halt nur schade, dass man mit F1 hier keine Hilfe kriegt. So, ja, was soll ich sagen? Damit, sobald ich rumwechsel, seht ihr, ist die Hilfe da. Also es ist nicht, dass sie nicht funktioniert. Aber wir haben immer noch eine Mod und hier vorne steht sie auch schon. Und da werden viele jetzt nostalgisch werden und sagen, oh Moment, Lamborghini, den kennen wir doch irgendwo her. Richtig, ein ähnlicher oder, ich glaube, das ist ein ähnliches Gerät. Ich weiß nicht, ob das genau der war. Bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Aber es war auch irgendwas mit Mach in der Bezeichnung. Gab es im LS17 Original dabei, ne? Also wie gesagt, hier haben wir schön Lamborghini-Traktor. Ne? Schön mit den Bullen vorne drauf. Sieht texturenmäßig sehr gut aus. Hat auch, wie ihr seht, hier die Lichtvariante alles dabei. Das funktioniert, die Rundumleuchte. Geht nicht an. Wie gesagt, ich drücke sie gerade. Sie ist leider nicht an. Blinker wiederum. Die funktionieren ohne Probleme. Wenn ich jetzt hier Hilfe drücke, dann seht ihr, wir haben noch den Motor starten und wir haben eine Simple IC-Steuerung. Um die werden wir uns jetzt dementsprechend mal eine Runde drin bemühen. So, ich mache die Hilfe jetzt hier wieder aus, damit sie nicht so überfüllt aussieht. So, da habe ich das Ganze schon. Ihr seht, ich gehe mit dem Mauszeiger drauf. Wir machen die Tür auf. Wir machen die Tür auf, das machen wir durchs Display. Wir sind ja also richtig gut. Wir können die Luke aufmachen und wir können auch hier schön den Sonnenschutz rausfahren. Sehr schöne Geschichte, muss ich sagen. Und das Wichtigste noch mit, man kann hinten das Fenster dementsprechend auch noch aufmachen. Also, das hat auch dementsprechend mal was.
Ich mache jetzt mal den Sonnenschutz davor und trotzdem Fenster auf. Belüftung ist dann ja da. Ne? Wenn wir jetzt hier Licht anmachen, sehen wir, so passiert ja nichts. Wenn ich halt dementsprechend den Motor anmache und dann was anmache, dann seht ihr im Armaturenbereich, im Stickbereich und sowas, überall sind die Hintergrundbeleuchtung von den verschiedensten Knöpfen zu sehen. So, jetzt seht ihr sie nochmal schön mit Sonnenschutz, dementsprechend Fenster, alles auf. Alles wunderbar funktioniert. Ich würde sagen, wir schauen nochmal eine Runde in den Shop uns das gute Stück auch an, was für Varianten wir haben. Wir finden den unter mittlere. 152.000 ist durchaus kein schlechter Preis, wenn man sich so die PS-Lagen anguckt. Ne? Wenn man jetzt hier guckt, die ersten, die so ein bisschen was bieten, in die Richtung, ne, so 176.210 PS. Hier sind wir bei 224 PS bei der Grundversion. Wenn wir hier die größte Motorausführung machen, sind wir bei 171.000 für 269 PS. Das ist, ne, oder umgekehrt vielmehr. Wir haben Michelin, Mitas, Trelleborg am Start. Wir haben hier auch Radgewichte, Breitreifen, Breitreifen mit Radgewichte, Zwillingsbereifung nur hinten oder hinten und vorne. Ne, mit Reifendruckgeschichten sogar, wenn ihr wollt. Frontlader, Stollkonsole, Alloy-Konsole, Hauer-Konsole oder nichts. Ne? Ist also alles da, wie ihr dementsprechend es möchtet. Und ja, wir haben hier noch die Sitzfarbe zu wählen, in Leder jetzt hier. Wir haben die Felgenfarbe in verschiedenen Tönen zu wählen. Wir haben die Hauptfarbe, selbst Kommunalvariante können wir draus machen. Und die Interieurfarbe können wir auch noch in Leder umstellen. Da sieht er mal ein bisschen anders aus, ne? Wie gesagt, Hauptfarbe können wir auch noch hier in einem Silber machen oder sowas, in einem Farbton her. Wie gesagt, ein paar schöne Möglichkeiten dabei, kann man nicht anders sagen. Und ich würde sagen, wir drehen nochmal eine Runde, damit ihr den Motorsound nochmal genießen könnt. Ja, das Rätsel haben wir auch gelöst. Die Rundumleuchte geht, wenn man Motor anmacht, sonst ist sie leider nicht zu aktivieren. Naja, besser als keine haben. Ne? Also, wie gesagt, muss man halt nur wissen, weil bei allen anderen geht es ja auch sonst so. Ja, er fährt eigentlich ziemlich knackig zügig, man kann sich echt nicht beschweren. Der ist ordentlich dabei. Wie gesagt, ein paar schöne Feature, auch mit dem Sonnendachgeschichten und sowas. Gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Hat was. Ne? Ich drehe ihn nochmal ins rechte Licht, ihr kennt das ja dementsprechend schon. Laufen machen wir mal rum und dann gucken wir uns mal von der Seite an. So, und mit dem Blick auf diese Seite sage ich jetzt, ja, das ist richtig. Wir sind am Ende für heute, so schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich spitzenmäßig. Sage nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.